Das Video heute gibt es in der Special Mandelentzündungs-Incoming Sonderedition. Das heißt, meine Stimme ist heute noch viel nerviger als sonst. Yeah. Und um gar nicht lange drum herum zu reden, lautet meine heutige Botschaft eigentlich ganz einfach und simpel. Ich hasse Busfahren. Busfahren fickt mein Leben einfach nur. Und vor allem hasse ich Menschen in Bussen, weil die es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht haben, durch ihre bloße Existenz mir mein Leben zu versauen. Und vor allem natürlich Kinder im Bus, ja! Und wenn es da noch so kleine Kletteraffenkinder sind, arg. Hallo Mama, Mama, guck mal, guck mal. Mama, guck mal, ich kletter hier hoch. Mama, Mama, guckst du? Mama, guck mal. Und ich kletter hier rüber. Mama, du guckst gar nicht. Guckst du auch? Mama, guckst du? Guck mal, ich kletter hier rum. Mama, Mama, ich häng mich an die Stange. An die Stange. Und die Mutter sitzt einfach am anderen Ende des Busses und telefoniert. Wäre es eigentlich strafbar, in dem Fall mit dem Nothammer die Scheibe einzuschlagen, das Kind bei voller Fahrt rauszupfeffern? Bitte, wäre es strafbar? Ja. Gut, dass das noch niemand gemacht hat. Ich meine jetzt mal im Ernst, manche Busfahrten grenzen wirklich an Körperverletzung und seelische Grausamkeiten. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber in Köln ist es so, wenn ihr da im Sommer den Bus nehmen möchtet, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen angenehmer, barfuß durch die Wüste Gobi zu wandern, zumindest temperaturentechnisch. Ja, denn in den Bussen ist es dann nämlich immer doppelt so warm wie draußen. Das heißt, wenn wir so ungefähr 40 Grad Außentemperatur haben, sind es im Bus etwa 80 Millionen Grad in Temperatur gefühlt circa. Ja, und die Busse sind auch einfach immer viel zu voll. Und wenn man dann da steht und Pech hat, dann landet man entweder neben einem Besoffenen oder einem Verrückten, der mit sich selber redet und Würstchen in der Tasche hat. Ja, wobei ich sagen muss, dass es für mich bedauerlicherweise fast ein Vorteil ist, wenn die Busse völlig überfüllt sind. Weil, wenn alle Sitzplätze belegt sind und auch alle Stangen zum Dranstehen belegt sind, kann man sich ja nur noch an diesen Halterungen an der Decke festhalten. Das Problem ist nur, ich als kleingewachsener Mensch komme da nicht dran. Aber ich finde es auch immer so schön, was der Bus aus den Menschen macht. Da kann man die Verasozialisierung mancher Personen wirklich mit den Augen beobachten, während sie stattfindet. Denn eins müsst ihr dabei wissen, Bussitzplätze ergattern ist Krieg. Bestes Beispiel dafür sind eigentlich die Leute, die sich auf so einen freien Zweierplatz setzen und dann auf den leeren Platz neben sich ihre Tüten stellen. Wenn ihr nicht unbedingt Ebola-Aids habt, dann stellt die verdammten Tüten auf den Boden. Ja, ich sag ja, generell scheint das Sitzplatzding wie im Krieg zu sein. Man schnappt sich ein und verteidigt ihn mit dem Leben. Und den daneben auch. Supergeil sind da nämlich auch die Leute, die sich dann auf den freien Zweierplatz setzen, aber nicht etwa ans Fenster durchrutschen, sondern sich außen an den Gang setzen, damit man sich es auch zweimal oder zehnmal überlegt, ob man an der Person sich vorbeidrücken will, um sich auf den freien Platz zu setzen. Weil das würde ja implizieren, dass man entweder seinen Bauch oder seinen Arsch am Gesicht dieser Person einmal vorbeischieben muss. Bitch. Ich verstehe auch einfach nicht, wieso zum Beispiel Rentner anscheinend immer zum Feierabendverkehr hin Bus fahren. Dann kommt man von der Arbeit, ist schon so in der Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Stimmung, möchte sich eigentlich noch hinsetzen und muss dann seinen freien Sitzplatz, den man ja ergattert hat, abgeben, weil Omi oder Opi einsteigen und ja alt sind und sich hinsetzen müssen. Junge Dame, also machen Sie doch mal bitte den Platz frei. Meine Güte, Sie haben junge Beine. Sie können sich die 45 Minuten doch mal bitte, bitte hinstellen. Also wirklich. Dabei haben die eigentlich den ganzen Tag Zeit, Bus zu fahren. Die können von morgens 6 Uhr bis nachmittags um 4 können die Bus fahren. Und wann fahren sie Bus? Abends um 6. Wobei man sagen muss, dass ja in der Großstadt zumindest relativ häufig Busse fahren. Ich war neulich bei einer Freundin, die etwas ländlicher wohnt. Da kam der letzte Bus um 22 Uhr und der fuhr auch nur noch bis zum hiesigen Bahnhof. Busfahren auf dem Land ist sowieso auch nochmal eine ganz andere Liga, vor allem nervlich. Da kommt der Bus dann und man steigt ein und manchmal fährt er einfach gar nicht los. Dann steht der da mit laufendem Motor 10 Minuten lang und du denkst, naja, der Motor läuft. Es wird wahrscheinlich gleich losgehen. Und dann wird der Motor ausgemacht und dann weißt du einfach, dass du auch verloren hast. So, ich mache jetzt erstmal Pause. Yeah. So, und wenn dann der Busfahrer zu lange Pause gemacht hat und so ein bisschen im Zeitdruck ist, dann ballert er die Strecke lang wie eine gesenkte Sau. Und wenn ihr dann aussteigt, dann müsst ihr kotzen. Yeah. Ja, das macht mich immer richtig, richtig glücklich. Ja, das macht mich fast so glücklich, wie wenn ich versuche, aus einem vollen Bus auszusteigen und die Leute, die einsteigen wollen, das einfach schon tun, bevor alle, die raus wollten, rausgegangen sind und man dann nach hinten gequetscht wird und seine Haltestelle verpasst und noch eine mitfahren muss.
Da möchte ich auch niemals Amok laufen. Übrigens kann ich nur jedem raten, der jetzt unbedingt mal in Köln Bus fahren möchte, dass, wenn er das tut, sich möglichst weit nach hinten in den Bus zu setzen, weil dort findet die Kultur statt. Ja, weil da sitzen dann nämlich die kleinen Babos und Schabos und hören laut Musik auf ihrem Handy und mucken jeden an, der sich da hinsetzt. Das ist ganz toll! Ja, zusammenfassend muss man sagen, dass man Menschen im Bus schon hassen kann und sollte. Fast so sehr wie Menschen im Supermarkt. Das Video dazu findet ihr übrigens hier. Und was gibt es bei euch? Was hasst ihr so richtig hart beim Busfahren? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Und wenn nicht, dann bitte einen Mitleidsdaumen, weil meine Mandeln so ein bisschen entzündet sind. Hashtag Mitleid. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.